Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wayman. Ja, es geht weiter. Ich bin leider bis vor kurzem nicht zum Aufnehmen gekommen. Es tut mir leid für die, wo ein paar Tage jetzt warten mussten. Wo sind wir stehen geblieben? Dritte Welt, die blauen Berge haben wir geschafft. Und jetzt geht es weiter mit der vierten Welt, Stadt der Bilder. Ich habe schon ein bisschen Angst und Respekt vor dieser Welt, weil es da gerade ein oder zwei Passagen gibt, wo ich immer hängen geblieben bin. Aber ich bin zuversichtlich, da wir es relativ gut durchgeschafft haben durch die blauen Berge, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. So, ich finde diese Welt vom Aufbau her eigentlich ganz cool gemacht. Guck mal, das hier sind zum Beispiel jetzt unsere Pflaumenersatzdinger, was auch immer ich dazu sagen soll. Und wir laufen auf Radiergummis rum oder auf Spitzern und es ist schon irgendwie geil gemacht. Okay. Wir haben eine neue Fähigkeit bekommen, wir können jetzt rennen. Das müssen wir auch ausprobieren. Das ist gefährlich, was ich hier tue. Aber wir haben es souverän gemeistert und... Ah, toll. Da kommen wir nicht mehr zurück. Oh. Ja, so. Das sind auch Radiergummis, aber auf denen kann ich rumhüpfen. Hui. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier eigentlich sein soll. So, wir haben auf jeden Fall eine goldene Faust wieder. Sehr schön. Auf den kann ich stehen. Genau. Ich wollte hier eigentlich gar nicht so weit lang. Ach, das ist alles für einen Käfig. Okay, dann mache ich das gerne. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, was überlebe ich denn hier alles? So. Ah, jetzt komme ich wieder zurück. Weil ich dachte nämlich, irgendwie muss ich doch hier wieder zurückkommen. Wow, wow, nein! Die sind wieder da. Oh, es ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Das ist übel. Das ist ganz, 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 ganz übel. Oh Gott. Alter, was war das denn gerade bei dem? Okay, wir haben nur noch einen Lebensbalken. Oh, ich brauche unbedingt das P da unten. Ich weiß, dass da unten eins war. Ich habe es gesehen. Jetzt keinen Fehler machen. Sonst ist Wayman Matschepampe. Brauche ich das? Nee, ich verzichte da tatsächlich drauf. Ich habe eine goldene Faust. Eine zweite würde mir auch nichts bringen. Da das P brauche ich. So, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Alt. Nein! Falsche Richtung. Oh. Ach ja, genau. Und hier auf dem Radiergummi ist Tinte und das ist halt ein bisschen rutschig. Muss mal aufpassen. Ah, danke schön. Oh, das fühlt sich gleich viel besser an. Genau, wir haben jetzt inzwischen auch alle Fähigkeiten. Wir haben den Propeller, wir können uns an diesen Ringen halten, wir können hangeln, wir können rennen. Mehr kann unser Held nicht lernen. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, irgendwie zu Mr. Dark zu gelangen. Aber dafür müssen wir erstmal durch diese kunstvolle Welt hier durch. Mit Stiften und Radiergummis. Also an sich, vom Design her, finde ich die Welt richtig, richtig geil. Das muss man echt sagen. Da haben sie sich echt noch was einfallen lassen. Aber von der Schwierigkeit her... Oh. Ja. Du machst mir nichts. Nee, nicht zu mir, bitte. So. Dankeschön. Oh, das ist fies. Igitt. Das ist nicht nett. Das kann ins Auge gehen. So. Jetzt ist da hinten, glaube ich, was gespawnt, ne? Ich guck mal nach. Nein! Ich guck nicht nach. Scheiße! Ah! Da wollte ich zu viel. Mano! Aber ja, jetzt haben wir halt alles wieder verloren. Ah, Mann. Ja, wenn man die 100% möchte, ne? Aber ich will die 100% eigentlich nicht. Ich möchte einfach nur zeigen, wie das Spiel damals war. Ich weiß, dass ich nicht alle Käfige kriegen werde. Ich habe mir inzwischen diesen Wunschglauben tatsächlich
Ja, den habe ich nicht mehr. Ah, doch nicht. Okay. Ich bin umsonst gestorben. Danke, Spiel. Danke, dass du mir das jetzt so auf diese Art und Weise nochmal sagst. Bitte, bitte. Dann gehen wir halt so da hoch. Jetzt ist da ein Käfig erschienen. Toll. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich habe vergessen, dass da keine Plattform für mich ist. Schön. Das ist nicht mal schwierig. Ich bin einfach nur dumm. Oh nö. Die schwierige Stelle kommt doch erst noch. Was tue ich denn? Oh Gott. Also, nochmal die Frage. Was tue ich denn hier? Das muss ich mich gerade echt fragen. Das war gerade hui. Ach, guck mal, der Spitze erscheint. Aha. Okay, aber ich vermute mal, dass das nicht das Einzige ist, was da spawnt, ne? Jetzt gehen wir mal kurz darüber. Genau, dann kann ich nämlich hier mein Stiftchen sehen. Nee. Ah, Mann! Warum hat er sich jetzt verändert vom Bewegungsmuster her? Das finde ich nicht nett. Das finde ich nicht okay. Überhaupt nicht. Oh, wegen einem Käfig. Warum? Warum hat Raymond keine Geräusche mehr? Also ich meine, wenn er hier da so landet. Normalerweise macht er doch tolle animierte Geräusche und so. Ah, jetzt macht das wieder. Okay, das liegt nur an den Stiften. Dachte doch gerade, das ist so ruhig. Sind jetzt wieder. Sie sind wieder synchron. Nein! Ach Mann! Ah, ich will da doch nur rüber. Warum sind die Stifte synchron? Das macht mich vollkommen kirre. Arge. Jetzt werde ich sauer. Wie viele Leben hatten wir, bevor wir hier in dieser Passage waren? Ich glaube 18. Jetzt haben wir nur noch 13. Das tut weh. Guck mal, wenn die Stifte so wären, dann wäre das kein Problem. Aber dadurch, dass ich den Screen verlasse, verändern die sich wieder. Das ist total bescheuert. Jetzt gehen wir mal ganz kurz, dass ich wirklich nur den. Ja, damit kann ich vielleicht schon eher was anfangen. Oh. Aber da ist nichts gekommen. Toll. Tolle Wurst. Wie komme ich denn an den Käfig dann ran? Und was bringt ihr da eigentlich? Fragen über. Das ist. Okay, ich muss irgendwie einen darüber kriegen. Warte mal. Wenn ich mich hier so da durchschlängle. Ja, ich hab's. Okay. Da oben, da seht ihr dieses Funkeln. Aha. Was bringt mir das? Ach, das ist der Propeller. Jetzt. Bloß nicht ins Ziel. Aha. Cool. So, was genau kann. Ach, jetzt kann ich da hochfliegen, natürlich. Klar. Habe verstanden. Die Frage ist, ob ich das jetzt überleben werde. Ah, okay. Hoch, 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 hoch. Cool. Ja, wie gesagt, ein bisschen kann ich mich an diese Level hier erinnern, aber außer dass ich durchgelaufen bin, um ins Ziel zu kommen, habe ich eigentlich nicht wirklich viel getan. Sehr schön. Haben wir diesen verkackten Käfig. Boah, hat jetzt auch lange genug gedauert. So, ich weiß nicht, war da ein Stift? Ja, da war ein Stift. Okay. So, und jetzt fliege ich einfach ins Ziel. So, ganz einfach. Ich gehe hier kein Risiko mehr ein. Ach, guck mal. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
wenigstens ein kleines Trostpflaster, nochmal ein Leben wiederbekommen. Juhu. So, jetzt haben wir die Fähigkeit aber leider nicht mehr. Schade. Oh, jetzt haben wir wieder. Jetzt haben wir schöne Musik. Die mag ich. Und noch ein Leben. Geil. Und da oben ist ein P. Gib mir das P. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Ich denke schon. Kreis, Dreieck, Viereck, X. Soll das eine Anspielung auf PlayStation sein? So, wo ist jetzt was erschienen dafür? Ah, guck mal. Ein Käferchen. Dann kommen wir damit zu diesem Käfig. Cool. Nummer 3. So. Der läuft als einziger da oben rum. Süß. Okay, ich nehme mal dieses Bällchen mit. Ich weiß nicht, ob es uns was bringen wird. Kannst du einfach wegschlagen. Du sollst hier runterkommen. Ich hab... Wow. Wow. Was soll das? Du sollst da weiter. Genau, genau, ja. Aber nicht aus dem Screen, sonst bist du wieder weg. Oh oh. Ah! Scheiß Weltraumpiraten. Einfach nur um zu gucken. Eigentlich müsste ich vor denen weglaufen, aber... Nö. Ich sehe es irgendwo nicht ein. Okay. Das hat irgendwie nichts gebracht, das Bällchen mitzunehmen. Oh, Radio... Juhu, Radiogummis. Ein Hoch auf Radiogummis. Ah, jetzt werde ich verfolgt. Hup! Ui! So. Und darüber. Perfekt. Und ein P mitgenommen. Geil. Na komm, weg mit euch. So. Unnötigen Stress einfach mal abbauen. Okay. Ah, die Musik entspannt mich wieder. Ha, verarscht. Und nochmal verarscht. Und guck mal. Da ist was erschienen. Oh Gott, das. Ein bisschen Radiogummi. Hey! Radiogummi-Tinte. Dankeschön. Nur was genau bezweckst du? Nichts. Hä? Dass ich wieder zurückkomme oder was? So. Nein! Ich wollte da nicht rein. Ah, ich hab. Nicht gesehen, dass da das Schild ist. Oh, das ist gemein. So, guck mal da hinten, der Holzuntergrund. Hörst du auf? Ja genau, hau einfach ab. Ich will keiner sehen. Okay, ich würde gerne reingehen, aber ich brauche irgendwo... Dich brauche ich. Die Frage ist, schaffe ich das mit dem Käfer? Ich glaube nicht. Hey, geh weg. Geh weg. Geh du weg. Da ist der Käfer. Und noch ein P. Geil. Okay. Die Stiftefarben haben sich mal wieder geändert. Oh Mann. Au! Warum tut ihr das? So, Nummer 4, 5 haben wir leider verpasst, vermute ich jetzt einfach mal. So. Gibt's da auch noch irgendwas Spannendes? Nö. Okay, dann halt wieder zurück. Oh, der Radiogummi hat ein Pflaster. Wie süß. Okay. Oh nein. Die Augen. Ich hasse sie. Ja, danke. Und wir sind ja groß, aber müssen wieder klein werden. Darf ich? Danke.
das war der Level. So. Okay, wir sind ein kleiner Mini-Gnom. Ich könnte da oben jetzt auch ein paar schöne, wundertolle Sachen einsammeln. Das könnte ich eigentlich tatsächlich machen. Oder auch nicht, weil ich da gar nicht hochkomme. Danke, Spiel. Weil diese... Aua. Scheiße. Weil diese Bällchen da oben, weil die sich so komisch... Ich weiß nicht warum, aber die drehen halt ihre Augen so und deswegen kann ich sie nicht runterschießen. Und vielleicht irgendwie als Podest oder so benutzen. Ganz komisch. Oh, oh. Oh. Oh Gott, was war das denn? Hilfe! Ah, das war unerwartet. Da unten sind schon wieder Bällchen. Okay, da komme ich als kleiner Gnom nicht hoch. Ich muss wieder groß werden. Da ist ein P, wunderbar. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich jetzt eingesperrt. Da komme ich doch gar nicht hoch. Ich meine, ja, das ist jetzt kein Problem hier mit den Stacheln, aber selbst wenn ich jetzt an diesen einen Ball komme, wo keine Stacheln drauf sind, ich glaube nicht, dass das langt. Hm? Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Aber ich komme da immer noch nicht hoch, glaube ich. Doch, ich komme da hoch. Okay. Hab nichts gesagt. Hoppala. Hui. Ah, ich muss hier klein sein. Ist da außer dem Pien noch irgendwas? Da ist jetzt ein Spitzer erschienen. Gucken wir mal. Selbst wenn ich renne, bin ich einfach noch lahm. Das ist ein Käfig. Aha. Aber ich muss da erstmal hinkommen. Ja, so nicht. Da komme ich doch so gar nicht hin. Oh, ich muss wieder groß werden. Das hilft nichts. Da ist der Käfer, der mich groß macht, aber dann komme ich hier nicht mehr zurück. Durch dieses Labyrinth. Ist doch blöd. Oder ich habe schon wieder irgendwas übersehen. Ach, das ist ja aber nett. Wow. Direkt vor meiner Nase wird so ein Ding einfach gespawnt. So, jetzt bin ich wieder groß, aber da komme ich nicht rüber. Hier ist auch einfach so. Nö. Natürlich geht das nicht. Nein! Warum? Da wäre der Zauberer gewesen. Den will ich aber gar nicht. Oh, hi. Ja, den Käfig haben wir leider verpasst. Ich weiß nicht, wie ich da hätte hinkommen sollen. Dankeschön. Ja, keine Ahnung. Ich würde es tatsächlich gerne wissen, aber ja, geht halt nicht. Okay, jetzt wird's... Oh nein, jetzt wird's gemein. Und ich habe nur 3 Leben. Das ist ein Bosskampf. Und den kann ich nicht so gut. So, erstmal gegen den da. Aufpassen wegen den Bomben. Der andere wirft. Aber aktuell wirft er sie einfach überall hin, außer zu mir. So, perfekt. Sehr schön. Und jetzt ist er runtergekommen. Oh Gott. Und das war er. Und jetzt kommt diese Tussi. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt.
dreckiger Mama? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall muss ich jetzt sie da oben abschießen. Und diesen Messern ausweichen. Das ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Der spätere Bosskampf wird tatsächlich noch gemeiner. Leider kann ich sie da unten nicht treffen. Und sie macht komische Geräusche. Muss man auch dazu sagen. Jawohl, voll ins Gesicht. Weißt du, mit völlig unerwartet einfach ein Bosskampf gleich am Anfang der Welt. Da stehe ich drauf. Ne, die schützt sich. Ding. Sehr schön. Dreimal noch. Und bisher haben wir uns relativ gut angestellt. Wow. Und noch ein Schadenspunkt. Dankeschön. Das hat mir sogar... Oh nein, das war das... Oh, ja, ja, genau das ist einfach nur... absolut gemein. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt mit... ich habe mehr Leben als sie. Sonst passiert sowas gleich nochmal. Okay. Komm schon. Ja, die stecken, bleiben leider nicht im Boden stecken, auch wenn ich die senkrecht runterschießen lasse. Das bringt nichts. Aber das bringt mir was. Dankeschön. Ja. Okay. Da tanzen die Schwerter. Alles klar. Damit haben wir den Level hinter uns. Jetzt kommt, glaube ich, die Passage, wo ich immer hängen geblieben bin.